Spider-Man und die Ninja Turtles erobern den Aasee in Bocholt. Beim AOK-Firmenlauf geht es nur um eines: Kreativität. Für hunderte Mitarbeiter örtlicher Unternehmen gehört diese Challenge einmal im Jahr zum Pflichtprogramm. Mit aufblasbaren Gitarren bewaffnet und in Lederkluft will diese Gruppe das Ding rocken. Es sind Mitarbeiter der Anwaltskanzlei TBM. Doch werden sie am Ende die Punktrichter überzeugen? Also wir haben letztes Jahr den Filmlauf schon mitgemacht und da sind wir eigentlich ganz seriös angetreten und haben wirklich gejoggt und sind wirklich ordentlich gelaufen. Und da waren so viele, die sich verkleidet hatten und dann einfach nur so gelaufen sind. Und da haben wir uns dieses Jahr gedacht, machen wir das dieses Jahr mal auch so. Machen wir das ein bisschen, weil die meisten sonst nicht mehr mitgelaufen wären, weil denen das zu anstrengend war letztes Jahr. Haben wir gesagt, wir machen dieses Jahr ein bisschen locker laufen halt. Zwei Runden geht es um den Aasee. Die müssen bewältigt werden, egal wie lang das dauert. Wertvolle Zeit für die Jury, um das kreativste Unternehmen zu ermitteln. Erschöpft kehren die Anwälte und deren Gehilfen zurück, mit einem guten Bauchgefühl. Also ich denke, so unter den ersten dreien werden wir wohl sein, denke ich. Doch geehrt wird heute nur das Siegerteam und das Urteil der Jury fällt nicht zugunsten der Rockerbande aus. Den Sieg erkämpft haben sich die Ninja Turtles von der Textilfirma Herding. Endlich mal nach einigen erfolglosen Jahren, sagen sie. Super, wir haben Spaß ohne Ende, weil wir es endlich mal geschafft haben. Weil wir haben schon so oft mitgemacht und wir waren eigentlich immer kreativ. Das haben sie bis jetzt noch nie geschafft. Gefeiert wird noch bis in die frühe Nacht hinein.